Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Cegos Backstube. Wir werden heute mal etwas Süßes machen. Und zwar gibt es heute Nutella-Pizza. Wir brauchen dazu etwas Pizzateig und Nutella. Und natürlich etwas Mehl zum Ausrollen. Das Rezept für den Pizzateig gibt es in einem meiner anderen Videos. Wir beginnen nun damit, den Pizzateig auszurollen. Wir nehmen dazu ein Nudelholz, drücken die Kugel etwas platt und rollen den Teig aus. Wenn wir nun einen schönen flachen Fladen haben, werden wir diesen noch durchlöchern. Ich habe hier ein praktisches Werkzeug dafür, ihr könnt das allerdings auch mit der Gabel machen. Man tut dies, damit der Teig beim Backen nicht aufgeht und man ihn nachher schön mit Nutella beschmieren kann. Nun geht's an die zweite Kugel, diese wird ebenfalls wieder durchlöchert und ab geht's auf das Brett zum Einschießen. Das Ganze kommt nun in den Ofen. Ich mache das hier im Holzofen, ihr könnt das aber natürlich auch im normalen Backofen machen. Ihr backt den Teig dann am besten bei 180 Grad für ca. 5 bis 10 Minuten. Nach der halben Zeit könnt ihr ihn mal wenden, damit er schön von beiden Seiten gleichmäßig gebacken wird. Nun nochmal drehen, damit die Flamme von beiden Seiten gleichmäßig rankommt. Im normalen Ofen erspart ihr euch das natürlich. Und nun kommt das Ganze raus. Die zwei Teigfladen werden nun noch nach Belieben mit Nutella bestrichen. Ich mache hier eine ganz ordentliche Schicht, damit sie nachher im Ofen auch schön krustig wird. So, nun ist alles schön bestrichen und es geht nochmal ab in den Ofen. Das Ganze bleibt nun nochmal 3 bis 5 Minuten drin, je nachdem, wie viel Kruste ihr auf eurem Nutella mögt. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, das Ganze ist nun fertig und kommt wieder raus. Nun werde ich die Pizza noch schneiden. Ich habe hier einen praktischen Pizzaschneider. Kann ich übrigens nur empfehlen, wenn ich so etwas öfter mache. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr lasst euch schmecken und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.